Ehren 418 Ultimate Team Video und heute, Leute, gehe ich quasi auf die Suche nach Icon-Karten, die ich quasi für mein Team verwenden kann, beziehungsweise eine suche ich. Und ja, ich wollte euch da einfach mit einbeziehen und euch fragen, hattet ihr schon eine Icon-Karte? Wenn ja, welche und wie war sie? Weil ihr kennt ja mein Team hier. Ich spiele mir meistens am Wochenende vor Champions und ja, Werner vorne drin. Ich habe ein komplettes Bundesliga-Team und das Gute an den Icon-Karten ist ja, die Icon-Karten verlinken jeden Spieler. Das heißt, ich kann jetzt einfach in dieses Team irgendeine Icon-Karte mit einbauen. Ich habe vorne halt Marco Reus, den finde ich solide, geht aber besser, finde ich. Aber trotzdem 107 Spiele, 32 Tore, 17 Torvorlagen ist in Ordnung, jetzt nicht die beste Statistik. Werner macht bei mir halt die Tore 107, 96 Tore, 75 Torvorlagen. Leute, was für eine Statistik hier von Timo Werner. Hashtag Fußballgott. Dann rechts habe ich Arjen Robben. Ist auf jeden Fall besser als Reus. Macht mehr Tore als Marco Reus, so rum. Ja, ansonsten über links und rechts spiele ich meistens halt nochmal den Pass in die Mitte. Deswegen hat Reus nicht so viele Tore und Robben auch nicht. Aber Leute, Thomas Müller, schaut euch die Statistik an. 108 Spiele, 84 Tore, 80 Torvorlagen. Ich komme mal wieder in diesem Jahr wunderbar mit Thomas Müller zurecht. Navigator hat auch ein paar Mal getroffen, 29 Torvorlagen. Kevin Campbell, na, Schwachpunkt in meinem Team, Fragezeichen. Kevin Campbell, ich weiß nicht, ob da jetzt ein neuer Spieler hinkommt, denn eine Icon-Karte vielleicht. Oder hinten links habe ich auch nur Marcel Schmelzer, der auch nicht so der beste Außenverteidiger ist. Dann Boateng, überragend natürlich hinten drin. Brooks, ich habe jetzt getauscht, ich hatte nämlich noch Sokratis. Aber ich teste jetzt mal ein bisschen aus. Ich hatte zuerst begonnen mit Anthony Brooks. Mit John Anthony Brooks und bin dann umgestiegen auf Sokratis, aber ich finde Brooks vielleicht sogar noch einen Ticken besser, auch wenn er 6 Punkte weniger hat als Sokratis, aber ja, irgendwie ist Sokratis mir ein bisschen zu klein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich komme mit Brooks halt gut klar, deswegen teste ich jetzt das nochmal aus, ein paar Spiele, ob Brooks wirklich hinten drin steht oder ob Sokratis da hinten wieder reinkommt. Auf jeden Fall rechts, Fußballgott 2.0, Weiser Fußballgott 2.0, Werner Fußballgott 1.0 und hinten drin natürlich Manu Neuer, der lässt nichts anbrennen, Leute. Richtig, richtig geiler Keeper. Vorher hatte ich da Rune Jahrstein, wie viel ist er jetzt wert hier? Immer noch so um den Dreh, wie ich ihn gekauft habe, vielleicht ein bisschen gesunken, aber egal, der wird da hinten drin bleiben. Ersatzspieler sind eigentlich nicht so wichtig, habe ich hier bloß Salah, den ich, glaube ich, gezogen hatte, ja genau. Leihspieler, Lusti, Alves, den man eigentlich hinten einwechseln kann, aber auch im Mittelfeld oder auch im Sturm, weil der kann eigentlich alles da, die Alves in meinen Augen, so ein kleiner Roberto Carlos. Und apropos Roberto Carlos, da sind wir schon beim Stichwort quasi des heutigen Videos, die Icon-Karten, Leute. Ich habe mir wirklich überlegt, vielleicht Roberto Carlos zu holen, Leute. Was würdet ihr zu Roberto Carlos sagen? Ich weiß, ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht jede Icon-Karte holen. Wäre natürlich zu schön, aber Roberto Carlos könnte ich mir jetzt fast leisten. Also zumindest die erste Variante von ihm. Und schaut euch die Stats an. Die sind doch überragend für einen Linksverteidiger. Hat zwar Arbeitsraten von Hochmittel, daher würde ich eher den zweiten Carlos bevorzugen, weil ich glaube, der zweite Carlos hat hoch. Ja, genau. Und hat einfach fast alle Werte über 80. Außer Dribbling, 79. Und so viel fehlt auch nicht mehr für den zweiten Roberto Carlos, ne? 875.000. Aber lohnen sich die Münzen für Roberto Carlos, Leute? Das ist die Frage. Sollte man eine Icon-Karte hinten kaufen? Wenn ja, ist Roberto Carlos ein guter, weil ich habe links Schmelzer. Ich könnte mir auch Alaba kaufen, beispielsweise. Oder Innenverteidiger, da habe ich auch überlegt. Lothar Matthäus, den 88er hier, zum Beispiel für John Anthony Brooks oder für Sokratis, den Lothar hier zu kaufen. Weil schaut euch die Stats an, auch alles über 80, sogar Schuss als Innenverteidiger über 80, Lothar Matthäus, Leute. Wäre auch nice, eine deutsche Legende hier, Lothar, hätte ich auch mega Bock drauf, weil der zweite Matthäus ist leider zu teuer, den würde ich natürlich am liebsten haben hier, den 91er Matthäus. Aber der kostet 1,6 als zentraler Mittelfeldspieler, wäre natürlich Bombe. Aber den kann ich mir leider nicht leisten. Und andere Icon-Karten, Stürmer will ich eigentlich nicht ersetzen. Weil ich da halt Werner habe und mit Werner komme ich überragend klar. Deswegen bleibt eigentlich nur linker Flügel.
dass man da einholen könnte für Reus. Horry. Also hier, der 87er Thierry Horry. Oder Overmars. 95 Tempo. Man könnte auch Overmars holen hier. Overmars, ich keine Ahnung. Ich kenne die Icon-Legende nicht mal. Es ist. Leute, kanntet ihr vorher? Bevor ihr die Icon-Karte gesehen habt, Marc Overmars. Also der war mir jetzt nicht so ein Begriff. Aber eigentlich alle anderen hier. Pires könnte man vielleicht auch nehmen. 88 Tempo, genauso viel wie Reus. Aber Overmars sieht schon heftig aus, ne? Der 88er hier. Aber Horry wäre halt nochmal spitze. Im linken Flügel. Thierry Horry. Ja, könnte man auch holen. Thierry Horry. Fehlt auch nicht so viel mehr. Also wenn ich jetzt noch die nächsten Wochen Foot Champions weiterspiele, da bekommt man immer gute Coins. Könnte man sich mal überlegen, ob man sich da vielleicht ein Icon Card holt. Oder im zentralen Mittelfeld. Für Campbell. Desailly. Hier. Heftig. Das ist auch so eine Kante. Ne? Der räumt bestimmt alles ab da. Hullet. Der 86er Hullet. Hat er die 90er Karte. Heftig, ey. Bergkamp. Rui Costa. Ah, jetzt komme ich noch auf eine Legende. Gleich. Vielleicht kommt sie gleich. Da hinten ist sie. Nämlich Deco. Die Barca-Legende, auch wenn er jetzt nicht die besten Stats hat. Aber hätte ich auch Lust drauf auf den Deco, Leute. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Icon-Karte ihr mir empfehlen könnt. Weil entweder suche ich linken Flügel, ZM, Innenverteidiger, Linksverteidiger, irgendwie so. Leute, ihr habt jetzt gehört meinen Plan, was ich so vorhabe. Auf der Transferliste habe ich natürlich noch vom letzten Pack-Opening die zwei Informs hier. Wenn ich die verkaufe, habe ich schon nämlich 600.000 Münzen. Also dann fehlt nicht mehr viel, dann könnten wir uns Roberto Carlos holen. Lothar Matthäus könnten wir uns holen, der Lotti. Leute, das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, was ich so machen kann. Welche Icon-Card ich mir holen soll oder könnte. Leute, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.